Die schlimmen Dinge, die auf dieser Welt passieren, am Land, an der Küste, im Wasser, überall, wo diese Dinge passieren und egal wie sie passieren, sei es durch ein Erdbeben, sei es durch eine Überschwemmung, durch einen Tsunami und wie auch immer, das sind alles Dinge, die Menschen mit ihren eigenen Händen hervorrufen könnten. Also ohne Zweifel geschehen negative Dinge auf dieser Welt, auch aufgrund unserer Taten. Also sollte die erste Frage sein, wenn mir etwas Schlechtes passiert, hat es etwas mit meinen schlechten Taten zu tun? Prüft Allah subhanahu wa ta'ala uns Menschen mit solchen Ereignissen? Die Antwort lautet ja. Und dafür müssen wir erst einmal verstehen, was das Konzept der Menschen auf dieser Welt überhaupt ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Und er schaut in dieser Dunya, in dieser Welt, wer von uns die besten Taten macht. So sagt er: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat uns erschaffen und die ganze Welt und er ist der Herr über diese Welt aufgrund von einer bestimmten Sache, um zu schauen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Oder anders gesagt, wer mit den Prüfungen, die ihm widerfahren, am besten umgeht. Und Allah sagt: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gibt keiner Seele eine Bürde oder eine Prüfung, die er zu absolvieren hat, ohne dass er auch ihm die Mittel gibt, diese Prüfung zu absolvieren, erfolgreich zu meistern. Das ist eine gute und frohe Botschaft für uns Menschen, wenn wir eine schwere Prüfung haben. Allah sagt: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Es wird niemals eine Musiba, eine schlechte Sache geben, eine Prüfung, ohne dass Allah es wollte, diese Sache vorausgesehen hat, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala es nicht hätte anders zulassen können. Allah hat die Situation, das Erdbeben in Syrien und der Türkei, bewusst zugelassen. Allah sagt: Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Es kann sein, dass euch eine Sache zuwider ist, doch in Wahrheit ist sie eigentlich gut für euch. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Genauso kann es sein, dass eine Sache euch als gut erscheint, aber sie ist schlecht für euch. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Allah weiß die Situation. Allah ist der Allweise, er ist Al-Hakim, er ist Al-Alim. Er ist der Allweise, er ist der Allwissende. Er hat das Wissen über die Angelegenheiten in dieser Welt. Und wir sollten uns nicht immer wieder hinterfragen, was gerade passiert, warum uns das widerfährt und wie schlimm das doch ist. Ja, die Situation der Menschen vor Ort ist schlimm. Besonders schlimm, gerade jetzt in Syrien, wo der Winter eingebrochen ist, das Gesundheitssystem sowieso sehr schlecht ist, die Menschheit vollkommen in Armut lebt, auch noch gerade in Nordsyrien, der Krieg nach wie vor vorhanden ist, sie von der gesamten Welt abgeschnitten sind und momentan in einer unglaublich schwierigen Situation sind und dann die meiste Hilfe tatsächlich auch in die Türkei geht aufgrund dieser geopolitischen Umstände. Für die Menschen in Syrien ist es besonders schlimm und für die Menschen in der Türkei ist es ebenfalls besonders schlimm. Die Menschen leiden, sie leiden sehr und die Menschen sterben und die Menschen sind momentan verschüttet. Väter, die ihre Töchter suchen, ihre Söhne tot in der Hand halten. Wir können nicht beschreiben und die Worte reichen mir nicht aus, um die Emotionalität dieser Szenen darzustellen. Wir wollen auch nicht zu tief in die Emotionalität rein, das ist ein Thema, worüber ich gleich noch reden möchte, sondern wir wollen erst einmal darüber sprechen, warum geschieht sowas. Allah subhanahu wa ta'ala hat in seiner gesamten Weisheit uns ein Leben gegeben, welches dem gewidmet ist, dass wir Prüfungen absolvieren, Alhamdulillah sagen, Sabr haben, geduldig sind, standhaft bleiben und uns nicht beschweren und ihm gegenüber treu bleiben. Unser Herz sollte Allah azza wa jal gegenüber treu bleiben. So sagt Allah: Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Die schlimmen Dinge, die auf dieser Welt passieren, am Land, an der Küste, im Wasser, überall, wo diese Dinge passieren und egal wie sie passieren, sei es durch ein Erdbeben, sei es durch eine Überschwemmung, durch einen Tsunami und wie auch immer, das sind alles Dinge, die Menschen mit ihren eigenen Händen hervorrufen könnten. Also ohne Zweifel geschehen negative Dinge auf dieser Welt, auch aufgrund unserer Taten. Also sollte die erste Frage sein, wenn mir etwas Schlechtes passiert, hat es etwas mit meinen schlechten Taten zu tun? Hat es mit der Sünde, die ich gestern gemacht habe, zu tun? Keiner von uns ist davor geschützt, geprüft zu werden. Das Leben ist eine Prüfung. Aber wir müssen uns fragen, ist es eine Strafe oder eine Prüfung, die uns widerfährt? Und vorab, wir wissen es nie. Wir wissen nie zu 100%, ob das, was uns widerfährt, eine Prüfung oder eine Strafe ist. Das gehört zu dem verborgenen Wissen, das nur Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Weisheit kennt. Aber wir können bestimmte Hinweise analysieren. Wir müssen unsere Situation hinterfragen. Befinden wir uns in einem Leben der regelmäßigen Sünde oder in einem Leben des regelmäßigen Praktizierens? Denn wenn es ein regelmäßiges Praktizieren ist, welches inkludiert, dass du deine Gebete einhältst, zum Freitag zum Gebet, zur Moschee gehst, vielleicht auch regelmäßig in die Moschee geht,
dass du jeden Tag deine Azkar einhältst, also sozusagen Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sagst, dass du spendest, wenn du spenden solltest, dass du deine Zakat gibst, dass du die Hajj versuchst zu vollziehen, dass du regelmäßig gute Taten machst, dass du gut zu deinen Eltern bist, dass du den Menschen das Gute gebietest und das Schlechte verbietest. Wenn du all diese Dinge tust und vollziehst und einen sauberen Charakter hast, dich fernhältst von schlechten Wörtern, dich fernhältst von praktizierenden Sünden und dann geschieht dir eine Prüfung, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine Prüfung und keine Strafe ist, sehr hoch. Wenn du jedoch ein Leben führst in vollkommener Sina, also in Unzucht, wenn du ein Leben führst mit regelmäßigem Alkoholkonsum, mit regelmäßigem Shisha-Rauchen, Diskothek-Besuchen und vielleicht all diesen Dingen, die dir und deiner Seele nicht gut tun, und dann geschieht dir etwas Negatives, so könnte dies ein Hinweis auf eine Strafe sein. Jedoch, ob es eine Strafe oder eine Prüfung ist, weißt du nie mit Yaqin, weißt du niemals mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Aber es gibt bestimmte Hinweise darauf. Jetzt ist es jedoch nicht vom Adab, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn wir Muslime sollten den Koran und die Sunna so verstehen, dass alles für uns geschrieben wurde, nicht für andere. Das bedeutet, wenn wir darüber lesen, dass es Prüfungen und Strafen gibt, dann sollten wir, wenn es um Strafen geht, nicht mit dem Finger sagen, ah, der hat eine Strafe bekommen. Die Menschen in Syrien, die Menschen in der Türkei, die Menschen in Somalia, die Menschen in Bangladesch und so weiter, die wurden alle bestraft. Nein, das gehört sich nicht. Das ist nicht deine Angelegenheit und das interessiert dich nicht. Es kann sein, dass der eine von ihnen eine Prüfung hatte und der andere eine Strafe. Es interessiert dich nicht. Diese Ayat, diese Verse sind für dich gekommen, damit du dein Leben hinterfragst. Was ich momentan sehe auf YouTube, ist gefährlich. Wir sehen, dass Predigten von Menschen von vor 10 Jahren zusammengeschnitten werden, wo sie darüber reden, dass es Prüfungen gibt und dass es Strafen gibt. Und auf einmal reden sie nur, sie schneiden nur diesen Ausschnitt heraus, wo es um die Strafe geht und in der Überschrift steht, deswegen ist der Earthquake, das Erdbeben geschehen. Deswegen ist das Erdbeben jetzt gerade in der Türkei geschehen und dann kommt dieser 1-Minute-Ausschnitt aus irgendeiner Predigt von vor 10 Jahren völlig kontextlos, wo dann darüber geredet wird, dass es Strafen gibt und deswegen gibt es jetzt die Strafe hier in Syrien oder in der Türkei. A'udhu Billah, möge Allah uns davor bewahren. Das ist nicht der richtige Adab, vor allem nicht in der jetzigen Situation, in der wir uns gerade befinden. So sollte ein Muslim sich nicht verhalten. Der Muslim bezieht die Dinge auf sich selbst und analysiert sich selbst. Wenn es um andere geht, dann sollten wir Anwalt sein. Wenn es um uns selbst geht, sollten wir Staatsanwalt sein. Jedoch ist es meistens so, dass wenn wir mit den anderen urteilen, wir immer aus der Sicht eines Staatsanwaltes verurteilen. Wenn wir mit uns selbst uns beschäftigen, sind wir Anwalt und verteidigen uns immer. Genau umgekehrt solltest du es machen. Rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Gucke auf deine Lebenssituation. Was kannst du aus diesem Erdbeben für dein Leben mitnehmen? Vielleicht, dass morgen dir auch was Ähnliches geschieht. Keiner weiß es, egal an welchem Ort du dich momentan aufhältst. Es kann sein, dass du genau dann in einem Transit bist nach Istanbul, wo eventuell auch ein Erdbeben sein könnte, laut den Forschern. Und genau in dem Moment geschieht dir dasselbe. Du weißt nicht, wo du bist. Es kann sein, dass du morgen zu Hause im Haushalt ausrutscht, mit deinem Hinterkopf auf irgendeiner Spitze landest und das war's mit deinem Leben. Bist du dann in einem Zustand, wo du glücklich bist über deine Situation? Ich bitte dich, hinterfrage deine Aussagen und schaue auf dich selber.